Das PolyJet-Verfahren ist dem klassischen Inkjet-Verfahren sehr ähnlich. Über mehrere Druckköpfe mit feinen Düsen wird das Material schichtweise gedruckt und durch UV-Lampen ausgehärtet. Im Gegensatz zum PolyJet spricht man vom MultiJet dann, wenn verschiedene Materialien gleichzeitig verarbeitet werden können. Durch Materialmischungen lassen sich unterschiedliche Härtegrade, von gummielastisch bis hart, realisieren. Beim Material handelt es sich stets um Photopolymere auf Acrylharzbasis. Und so sieht der Ablauf bei Protic aus. Laden Sie Ihre Datei auf das Protic-Portal hoch und wählen dann Menge, Material sowie Finish aus. Unsere Software gliedert Ihre Datei in Scheiben und schickt diese an den Drucker. Hinterschnitte des Objektes in Aufbaurichtung werden automatisch mit einem separaten Stützmaterial mit geringer Festigkeit abgestützt. Dieses lässt sich anschließend entfernen. Sobald eine Schicht gedruckt ist, senkt sich die Bauplattform ab und die nächste Schicht kann gedruckt werden. Am Schluss steht das fertige Objekt, welches von uns auf Wunsch nachbearbeitet wird. Die Vorteile des PolyJet liegen in der großen Materialvielfalt. Der Härtegrad kann durch Mischung genau eingestellt werden. Außerdem ist die Baugeschwindigkeit im PolyJet-Verfahren vergleichsweise hoch. Unsere PolyJet-Anlagen können Objekte mit Maßen von 342 × 342 × 200 mm herstellen. Je nachdem, wie Ihr Wunschobjekt geschaffen sein soll, haben Sie bei Protic die Wahl zwischen mehreren Additive Manufacturing-Verfahren. 3D-Druck von Protic. Präzise, schnell, zuverlässig.